Life should be so easy. Sollte ich doch lieber die Fuhre übernehmen. Oh, nö. Ich meine, es ist doch immerhin mein Truck. Ja, aber der Motor gehört der Firma 1, Mann. Hey, wenn ihr mit dem Motor zu Schrott fahrt, ja, dann müsst ihr den auch bezahlen. Ist ja wohl logisch. Also, ich verstehe, du weißt nicht, was das Wort logisch bedeutet, ja? Pass mal auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Du hältst die Luft an und ich sag irgendwann Stopp. Oh, Kaczynski, wie du immer diese Brille aus dem Ärmel ziehst. Also, Julia wird eine Menge Spaß mit dir haben. Ja, wir haben gestern Abend ein sehr langes Gespräch gehabt. Ich vergesse, hab eine neue Diebstahlsicherung eingebaut. Lass mich raten, du schließt neuerdings die Tür ab. Nee, ich habe einen Schalter eingebaut, der den Anlass unterbricht. Irrer Trick, Eddie. Na, morgen. Morgen. Gut geschlafen? Mhm. Ziemlich lang gestern, ne? Einmal Schlüssel haben. Danke. Sag mal, hast du eigentlich immer deine Frau mitgenommen? Nee, die habe ich nie mitgenommen, nee. Und warum nicht? Weil was? Hä? Naja. Weil Frauen eben manchmal stören. Ja, nicht stören, aber ja, so bin ich auch gefahren, als ich 12 war. Hey, bist du total bekloppt, oder was? Gott! Stolz auf dich, dann fahr ich jetzt. Was heißt ja stolz auf mich? Bist du bescheuert? Ich bin wirklich stolz auf dich, Mann. Soll das heißen, dass ich nicht fahren darf, oder was? Nein, aber wir haben Termin, verstehst du? Und ich kenne da ein paar Tricks. Ja, dann zeig mir doch mal deine Tricks. Die kann man nicht zeigen, die Tricks, die muss man machen. Ja, komm, lass mich fahren. Du hast viel zu wenig geschlafen. Hast du etwa länger geschlafen? Bei mir ist aber was anders. Ich bin ein Mann.
ich bin eine Frau. Glücksdach sein. Kann ich mal bitte Ihre Papiere sehen? Ach, Sie sind nicht der Halter des Fahrzeugs. Ja, dann warten Sie doch mal hier einen Moment. Steigen Sie doch mal aus. Ja, wo sind denn die Gummihandschuhe in Ihrem Verbandskasten? Ach. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Oh, nicht so eng in die Kurve, Frau, ist doch kein Porsche. Kaschinski, hör jetzt auf. Ich kann auch mein Maul halten, du fährst in ein Unglück. Ja, dann halt doch dein Maul. War ja eigentlich eine Personenfahndung und keine Verkehrskontrolle. Aber wenn sich jemand so drum reißt wie Sie, machen wir schon mal eine Ausnahme. Also, Gummihandschuhe im Verbandskasten fehlen, macht 20 Mark. Rechtes Bremslicht funktioniert nicht, macht 40. Ihren Führerschein haben Sie nicht dabei. Den legen Sie bitte innerhalb von 8 Tagen Ihrer zuständigen Polizeidienststelle vor. Macht 60 Mark. Ihre Frage, ob ich nicht lesen kann, war ja eigentlich Beamtenbeleidigung. Werde ich nicht berechnen. Aber ich muss darauf bestehen, dass Sie bei Ihrer Zulassungsstelle persönlich die Beseitigung der aufgeführten Mängel nachweisen. Dafür wird eine Bearbeitungsgebühr von 33 Mark fällig. Macht summa summarum 153 Mark. Schönen Tag noch. Geniale Abkürzung, genial. Noch einmal und guck mal. Wir benutzen Suchspiegel. Tag, Verkehrskontrolle. Ihre Papiere bitte. Danke. Wen suchen Sie denn? Einen Schwerverbrecher. Da lobe ich mir aber meinen Beruf. Da hat man nicht mit solchen Idioten zu tun. Und? Nichts. Mach doch mal da auf. Kommen Sie ganz langsam raus. Ganz langsam. Tag, ich bin Herbert. Hände hoch! 10 Kilo Plastiksprengstoff in einem Rucksack unter einem Truck. Auf der Polizeischule habt ihr doch bestimmt gelernt, was für große Löcher das macht, oder? Ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Waffen weg. Seien Sie ganz ruhig. Das kommt ganz auf euch drauf an. Wir können über alles sprechen. Überspringen wir das psychologische Gefasel und gehen über zur nächsten Alternative aus dem Polizeihandbuch. Was sind Ihre Bedingungen? Aussteigen! Schnapp dir den Rucksack. Na los, mach schon! Steig ein!
bin viel zu nervös. Du fährst. Zu nervös, Mädchen. Leisten Sie seinen Aufforderungen bedingungslos Folge. Sie sitzen auf einem Pulverfass. Wenn ich mitkriegen sollte, dass ihr euch an der Bombe zu schaffen macht, zünde ich das Ding. Abfahrt! Informier die Zentrale. Wir sollen das SEK verständigen. Okay. Du sollst da hingehen, Meister. Ich sag dir schon, wenn du abbiegen sollst. Wie heißt du hier? Julia. Und du? Kaczynski. Mit Vornamen? Hab keinen. So, hast du keinen. Wie heißt du denn? Herbert. Hör zu, Kaczynski. Ohne Vornamen. Wenn du anhältst, werden die Bullen versuchen, die Bombe zu entschärfen. Dann zünd ich das Ding. Also, nicht stehen bleiben. Im Übrigen habe ich nichts zu verlieren. Damit es klar ist. Alles klar. Herbert mit Bombe. Und sei nicht so blöd und erzähl irgendwas vom leeren Tank oder auslaufenden Öl. Warum machen Sie das? Was macht Sie so verbittert, dass... Ich habe nicht um eine Schnelltherapie gebeten. Ist das klar? Herbert, ich habe vorhin den Truck entführt. Geben Sie mir den Einsatzleiter. So, die Frau kann es auch gehen lassen. Lass mich doch noch. Kann ich mich hier gleich ergeben. Hallo, hier ist Herbert. Meine Forderung ist die Auslieferung von Bernd Landes. Hören Sie, Herbert? Wir gehen auf Ihre Forderung ein, wenn Sie uns auch etwas entgegenkommen. Lassen Sie die weibliche Geisel laufen. Von mir aus können Sie gleich beide haben. In Einzelteilen. Zentrale. Ich brauche alle Informationen über einen Mann namens Landes. Bernd Landes. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Detlef, ja? Mal unter uns, ja? Ich meine, damit du überhaupt am Tag auf der Reihe kriegst, dann brauchst du was Gutes zu essen. Und ich meine, dann brauchst du entweder Pommes-Schranke oder Currywurst. Aber da fängt das Problem an, ja? Zum Beispiel ich als Stacker, ja? Und ich dauere die ganze Zeit unterwegs, ey. Kommst du nach München, ja, zum Beispiel. Das ist das extremste Beispiel, aber ich will das mal gleich auf den Tisch hauen. Also, kommst du nach München, willst du ja wie eine Pommesbude aussuchen? Gibt's nicht. Gibt's so Würstelbude oder sowas. Ein Weißwurstfrühstück, ja? Das finde ich ganz lecker. Dann kriegst du da so einen Präse auf den Teller gelegt, musst ihn irgendwie aufsemmeln und dann musst du so raus von der Polizei gestellt worden. Der Mann hatte sich in einem LKW verborgen. Er hielt die Polizei in einem Sprengsatz in Schach und entführte den LKW. Es handelt sich um eine Zugmaschine der Spedition Hensmann aus Gelsenkirchen. Zurzeit fährt der LKW in Richtung Duisburg. Das ist meine Chefin, ey! Scheiße! Weiterfahren! Ich kann doch nicht rein, weil so Leute über den Haufen fahren, Mann! Dann jag die Bombe noch hoch, wenn du scharf drauf bist! Ich hab nichts.
nichts zu verlieren. Wagen 7612, setzen Sie sich vor den Truck und halten Sie den Weg frei. Wir können uns nur den Weg frei machen, verdammt nochmal. Bleib ruhig, Junge, okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wer ist eigentlich dieser Bernd Landes? Der ist noch eine 10 Jahre alte Rechnung offen. Ruhe an 7611, wir brauchen einen Hubschrauber. Ich wiederhole, wir brauchen einen Hubschrauber. Wir haben auf dem Balkon Stellung eingenommen. Habt ihr sie genau in der Schusslinie? Ja, wir können sie gut sehen. Verstanden. Carsten und Horst, habt ihr euch Zutritt verschafft? Wir sind jetzt wo? Hier, Dieter. Position ist bezogen. Hier ist Herbert. Ich will, dass Sie ihn sofort ausliefern. Ich will ihn sehen. Halt! Moment mal, hören Sie mal zu. Ja, da in dem Truck, da ist ein Schalter drin, wenn ich den umlegen könnte, ja, dann... Was haben Sie denn eigentlich damit zu schaffen? Hey, das ist mein Truck, Alter! Rechts von mir aus, Nummer 18, kann ich einen Dachaufgang sehen, der sehr gut Gehalter in der Moment. Ist. Ja, der ist in Ordnung. Gut, bleibt da. Gehalter, das LKW ist da. Er steht da drüben. Rainer, hast du ihn? Ja, ich bin so nah dran, ich kann sogar nicht mehr sehen. Dann sagen Sie uns, wo der Schalter ist. Dann schicke ich da einen von meinen Beamten rein. Nein, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Das muss einer machen, der sich damit auskennt. Frau ist nicht zu sehen. Zielobjekt ist durch einen Vorhang verdeckt. Verstanden. Wir warten noch ab. Jörg, ich gehe jetzt hoch auf den Truck. Geh auf. Okay. Spätestens 2 Minuten müssen wir hier weg sein. Wenn Sie auf den Truck gehen würden. Fahr auf das Haus zu. Wir wollen doch alle was davon haben. Schneller. Nur schneller. Hier spricht der Einsatzleiter. Wir sind bereit, Ihnen Bernd Landes zu geben, wenn Sie bereit sind, die weibliche Geisel gegen eine männliche einzutauschen. Einverstanden. Mach langsam. Links rüber.
Das ist ein Junge. Das ist Bernd Landes. Das ist Bernd Landes? Jupp. Anfangs fand ich den Namen ja nicht so gut, aber das war der Herzenswunsch seiner Mutter. Und dann fand ich ihn auch nicht mehr so übel. Wer ist der Typ? Der? Ein Borussen-Fan. Du wartest, bis die anderen hier drin sind. Da nicht rechnen. Wir haben im Fußball den Wanderpokal geholt. Den Wanderpokal? Mensch, das ist ja klasse. Hast du auch ein Tor geschossen? Zwei. Zwei. Mensch, ist das toll, Junge. Meinen Sie denn nicht, dass das Kind die Situation ändern könnte? Wieso sollte es das? Ein Mann, der zwei Geiseln nimmt und damit droht, einen ganzen Häuserblock in die Luft zu sprengen, der sollte plötzlich zum liebenden Vater werden. Da kommen die Tränen. Und? Hast du jemanden gefoult? Klar. Klar. Vielleicht erzählen Sie mir mal, was Sie weiter vorhaben. Ihre Bedingungen sind ja wohl erfüllt. Hey, Kaczynski ohne Vornamen. Du fragst zu viel. Okay, dann erzählen Sie mir wenigstens, warum Sie gerade ausgerechnet uns ausgesucht haben. Zufall. Zufall. Die haben mich schon fast gehabt. Wie ist denn der Fahrer drauf? Ich meine, wie lange hält der noch durch? Gut ist er drauf, wirklich ja. Sehr gut. Fahr da raus. Wir brechen ab. Alle Mann zu den Wagen. Los, abbrechen. Ab! Wo soll die Reise hingehen? Mal sehen. Kaczynski, hat der Penner den Anlasser wieder in Ordnung gebracht? Na, den Anlasser, du weißt schon. Ich komm mit. Wie bitte? Ich komm mit. Wollen Sie, Sie gehen jetzt nach Hause. Hören Sie, das sind meine Leute da im Truck und die sind mir sehr wichtig. Vielleicht könnte ich Ihnen nützlich sein. Na gut, steigen Sie ein, meine Frau. Okay. Und was ist der Herbert für ein Mensch? Er gehört nach dem frühen Tod seiner Frau, hat er sich immer mehr in die Arbeit gestürzt. Gewagte Spekulationen, Pfändung der Firma und dann krumme Geschäfte im Knast. Weiter? Mein Gott, der Idiot hatte bloß noch 3 Monate abzusitzen. Aber sie haben ihm das Sorgerecht für sein Kind entzogen und also natürlich durchgedreht. Abgelehntes Revisionsverfahren, Selbstmordversuch. Sonst kommen Sie in die Schusslinie. Ja, wir müssen abdrehen. Ich will wissen, was er vorhat. Truck ist unterwegs Richtung Grenze. Spaß, so einen großen Wagen zu fahren? Ja. Ist Ihnen eigentlich klar, dass solche Sachen immer böse enden?
Oder haben Sie schon mal davon gehört, dass so nennt? Naja, dass sowas irgendwie gut ausgeht. Ich werde Ihnen den Präzedenzfall dafür liefern. Drück drauf, Kaczynski. Wir sind hinter der Zeit. Was willst du später denn mal werden? Mittelstürmer. Ja, bei Dortmund. Schalke 04, hä? Nee, bei Köln. Überholen Sie und setzen Sie sich vor den Truck. Versucht, über die Gleise zu kommen und abzusichern. Ich sperre da die Straße ab. Okay. Jetzt haben wir dich, Freund. Ich werde niemals, auf gar keinen Fall dahin zurückkehren, wo ich hergekommen bin. Ich guck mal nach. Na gut. Aber wenn hier jemand Lust auf einen spontanen Waldspaziergang bekommen sollte, wird's ungemütlich heiß. Verlasst euch drauf. Ich hab kapiert. An Ruhr. Drehen Sie sofort um und errichten Sie eine Straßensperre an der Unterführung, wo Sie den Truck verloren haben. Ja, verstanden. Finde ich echt toll von euch, dass ihr uns helft. Oh Gott, wie lange dauert das denn noch? Kaczynski ist bestimmt nicht voll Begeisterung explodiert, als Sie zugestiegen sind. Was? Er hat sich bestimmt nicht um ihre Gesellschaft gerissen. Hör mal, tu mir einen Gefallen und glotz die Bäume an oder fang ein paar Fliegen, aber halt die Schnauze!
Manchmal muss man sich sowas sagen. Du steigst wieder ein. Und Bernd, pass auf ihn auf. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns helfen will. In die Luft, wenn die Bullen hier auftauchen. Uns alle? Auch den Kleinen? Mein Sohn geht ab heute dorthin, wo ich hingehe. Du überprüfst die Pumpe? Ich sehe mir den Luftfilter an. Wo ist das Werkzeug? Die Mutter von dem Kleinen. Tot. Tut mir leid. Das macht sie auch nicht wieder lebendig. Wollen Sie auf den Mann schießen lassen? Wenn er das Leben anderer Menschen gefährdet, dann ja. Ich verstehe ja nichts von Verbrechensbekämpfung. Aber im Grunde, wenn ich Sie richtig verstehe, saß er doch nicht wegen harten Straftaten. Die ganze Aktion findet doch nur statt, weil er die Trennung von seinem Sohn nicht ertragen kann. Hören Sie mir einen Moment zu, bitte. Ich finde das auch sehr tragisch. Ich kann den Mann auch ansatzweise verstehen. Aber man kann auch Serienmörder ansatzweise verstehen, aber davon wird das, was sie tun, nicht besser. Ist eigentlich okay. Weswegen warst du eigentlich im Knast? Weil ich blöd war. Na, das ist klar. Ah ja. Ja. Kleine Betrügereien. Knast ist eigentlich gar nicht so schlimm. Entweder hast du Schuld an mir in die Konferenztafel oder eine schnelle Schnauze. Und ich habe eine schnelle Schnauze. Pass auf, da kommt Wasser raus. Ja, ja. Aber wenn sie das Sorgerecht für deinen Jungen entziehen und du in so einer scheiß miefigen Zelle einsetzt und verdammt nochmal nichts dagegen tun kannst, dann ist Knast richtig hart. Interessieren Sie sich überhaupt für die Motive des Mannes? Ich möchte Sie mal sehen, wenn Sie einem Menschen erklären, dass man ausgerechnet den Mann und seine Motive zu verstehen hat, der gerade seine Angehörigen mit 10 Kilo Plastiksprengstoff in die Luft gejagt hat. Sie haben doch selbst gesagt, der Mann ist verzweifelt. Ja, hab ich. Eben. Und verzweifelte Menschen sind schwieriger zu berechnen als sogar Terroristen. Weil man das Verhalten von Verzweifelten nie vorhersagen kann. Von Verzweifelten, die aber einen Sohn neben sich sitzen haben, schon. Bernd dürfte nur einmal im Monat kommen. Fängst du dann an, Tage zu zählen? Das ist sonst nicht so meine Art. Und dann sitzt du da und fragt: Papa, bist du ein Verbrecher? Aber ich bin kein Verbrecher. Jedenfalls, würde ich das sehe. Ich habe nur versucht, meinen Jungen um mich durchzubringen. Mehr nicht. Das würde jeder anständige Vater auch tun. So sieht's aus. Kannst du das nachvollziehen? Na klar, aber ich habe selber Kinder. 4 Stück. Ist auch nicht immer leicht, obwohl ganz schön. So, und Bernd ist dein einziger? Ja. Seine Mutter starb. Bevor wir. Ich verstehe. Warum eigentlich Köln? Warum nicht die Borussen, hä? Das sind Weicheier. Oh, hör mal auf, ey, das stimmt überhaupt nicht, ja? Sagt mein Papa aber. Ich meine, okay, Köln ist schon in Ordnung, aber. Aber die Borussen sind keine Weicheier, ja? Ich meine, die Schalker, das sind Weicheier. Ich bin die Wände hoch, das kannst du mir glauben. Und irgendwann, da muss ich einfach raus. Da wollte ich zu meinem Jungen. Zwar nicht nur eine halbe Stunde, sondern den ganzen Tag. Von morgens bis abends. Ich will miterleben, wie der Junge größer wird. Ich habe immer von seinen Fußballspielen erzählt. Und wie der Trainer ihn gelobt hat. Aber ich habe ihn nie selber gesehen, weißt du? Ich habe ihn nie gesehen.
Ich würde ihn so gerne mal beim Spiel sehen. Nur einmal. Wie lange hättest du noch abzusitzen gehabt? 3 Monate. 3 Monate? Ja, 3 Monate. Mensch, Mann, jetzt auf der linken Arschbacke abreißen können. Ich ihm erzählt mal, bist du taub? Ich wollte meinen Jungen sehen! Und zwar nicht durch Glas oder so ein Scheiß. Ich wollte Bernd in den Arm nehmen, bevor der für zu groß ist. Ich war Freigänger und bin nicht zurückgekommen. Mit ihm abhauen, aber das hat nicht geklappt. Und dann durfte ich ihn überhaupt nicht mehr sehen. Ich hab's verbockt. Ich habe ihn verraten, so sehe ich das. Und jetzt wollen sie ihn ins Heim stecken, das musst du dir mal vorstellen. Aber ich werde meinen Jungen kein zweites Mal im Stich lassen. Und wenn der ganze Mist ja wegen dem Scheiß-Truck nicht klappt und ich wieder einwandere, dann schlägt das nicht mehr länger durch. Packe ich nicht. Gib mir noch mal den 22er Ringschlüssel. Ist doch der falsche. Ich glaube, ich brauche den 20er. Muss irgendwo vorne liegen. Kannst du mal gucken? Also, die bringen den Laster wieder zum Laufen? Boah, klar, das kriegen die schon wieder hin. Wolkaschinski, toll, wie hast du denn das bloß hingekriegt? Ein bisschen gesunden Menschenverstand. Verstand? Ey, hast du sie noch alle? Ey, der Typ hat uns alle Feuer bestanden und du fadelst von Verstand? Hey! Du hast jetzt 5 Minuten Redeverbot, klar? Hey, wer bist du eigentlich, du mit deinem kleinen, beschissenen Sender hier? Das ist mein Truck und ich hab Schulden bis hierhin. Und ich lass mir von meinem Truck das Maul verbieten, ja? Und ich weiß auch nicht, wie so ein Arschloch wie du an so einen kleinen, netten, aufgeweckten Burschen kommen kann. Aber merk dir eins, verbiete mir nie mehr das Maul, ja? Gar keine Weicheier. Das habe ich nur so gesagt. So, und nun? Hier trennen sich unsere Wege. Wieso willst du mit dem Ding alleine weiterfahren? Nein, andersrum. Ihr fahrt ohne uns weiter. Warum sollten wir das machen, hä? Okay, okay. Ich meine, auch zu Fuß kommt ihr nicht weit. Ich weiß. Deshalb brauche ich nur mal eure Hilfe. Heimstecken und Papa ins Gefängnis. Ohne mich, wir hauen jetzt ab. Und wir ziehen uns erstmal um. Zieh dich aus. Ja, los, mach schon. Auf den Truck schießen, ja? Sobald der Wagen hält, dann greifen wir zu. Da sind 3 unschuldige Menschen drin. Eins ist davon ein 10-jähriges Kind. Ja, ich weiß.
rum. Hier rum, Jungs. Okay. Ja, nicht so steil. Kaczynski? Das war der Anlasser, hm? Okay. Wir sollen wieder losfahren. Wenn ihr anhaltet, wird's laut. Und es kracht auch, wenn ihr das Gespräch unterbrecht. Ich möchte nicht, dass ihr euch mit der Polizei in Verbindung setzt. Will er denn jetzt schon wieder? Wir sollen immer weiterfahren. Ich wette, die haben eine Straßensperre aufgebaut. Und ich wette, die lassen uns nicht durch. Da wette ich nicht dagegen. Vielleicht. Vielleicht. Kannst du mir mal deine Wahnsinnsreparaturarbeit im Wald erklären, hä? Das war möglicherweise die letzte Chance auf Rettung hier. Hast du dir vielleicht mal überlegt, ob die Wahnsinnsreparaturaktion im Wald unsere Rettung war, du Arschloch? Leck mich doch verdammt nochmal! Ich reiß mir den Arsch auf und muss mir dann solche Sprüche anhören. Darf doch nicht wahr sein. Denk mal nach, bevor du die Klappe aufmachst, Mann. Darf echt nicht wahr sein. Truck, der fliegt doch in die Luft, wenn der an die Sperre fährt. Das können Sie doch nicht verantworten. Ich habe hier nur eine Straßensperre aufbauen lassen. Ja, reinfahren tut er von selber. Außerdem fliegt er davon noch nicht in die Luft. Und sobald der Wagen steht. Was dann? Was ist dann? Ihren Leuten passiert schon nichts. Der Herbert wird die Bombe zünden, das weiß ich. Sie sind doch diejenige, die ihn für normal hält. Also bitte, wenn er normal ist, dann passiert auch nichts. Ja, er hat auch seinen Sohn dabei. Und jetzt entfernen Sie sich bitte aus dem direkten Einsatzraum. Kommen Sie bitte mit. Ja. Oh, oh. Ach du Scheiße. Das sieht aber gar nicht gut aus. Hier durchbricht die Straßensperre. Ja. Wir sollen durchbrechen. Na klar brechen wir durch. Wir durchbrechen jeden Tag 3 Straßensperren, klar. Hey, die Verbindung ist schlechter. Ich kann nicht mehr hören. Hallo? Meldet euch. Hey du Herbert, wir verstehen dich immer schlechter. Dann fangen wir total beschissen. Wir machen genau das, was du gesagt hast. Ja, wir fahren stur geradeaus, okay? Ich glaube, ich fahre gleich langsam, ganz langsam, und dann sprichst du raus. Tut mir leid, wenn ich die letztens gehauen habe. Komm, erstens habe ich dich zurückgeschlagen, dein Glück. Und zweitens ist das jetzt scheißegal, ey. Was auch wieder, ey. Und drittens, war das meine Schuld, ja? Das war... Spring nicht, Mann, spring doch! Nee, mitgefangen, mitgehangen hier. Wenn wir das überleben, ja, dann bin ich beim nächsten Spiel für Schalke, versprochen. Ich will lieber schriftlich haben. Bestätige positive Identifikation des Zugriffobjekts. Der Beifahrer ist unser Mann. Zweite Geisel momentan nicht sichtbar. Darf ich mal? Das ist er nicht. Stoppen Sie die Aktion. Das ist der Falsche. Was? Das Zugriffsobjekt. Das ist er nicht. Die gehen auf den Falschen. Das ist das Intercom des SEK. Da kann ich nur mithören, nicht mitreden. Thank you.
ist der nochmal? Ist der falsche Abbrechen? Verdammt. Herrgott, wissen Sie eigentlich, in was für einen dilettantischen, idiotischen Versuch Sie sich gesetzt haben? Was wollen Sie denn? Du hältst jetzt eine Sekunde den Rand, okay? Sonst hey, Moment! Hey, den Mann, den Sie suchen, der ist schon längst weg, ja? Was heißt das denn? Wo ist er denn? Wo hat er das Fahrzeug verlassen? Dann haben Sie eine Karte, dann zeige ich Ihnen das. Hier, bitte. Na, hier, hier. Gut. Alle mal in die Wagen. Hey, los, kommt. Gibt es für einen Menschen einen einsameren Moment als diesen? Jetzt nicht sentimental werden. Wissen Sie, was Sie an Ihrem Truck spazieren gefahren haben? Na klar, 10 Kilo Plastiksprengstoff. Es war 10 Kilo Kinderknetmasse. Sie, Kinder... Kinder... Oh Gott. Life should be so easy.